Heute für euch 10 Harry Potter Mythen, die Fans falsch verstehen. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir 10 Mythen über die Harry Potter Saga diskutieren. Seit der Veröffentlichung des ersten Harry Potter Romans im Juni 1997 hat sich die magische Welt von Harry Potter und seinen Freunden kontinuierlich ausgedehnt. Was einst als eine vergleichsweise kleine magische Gemeinschaft begann, die sich ausschließlich auf das Vereinigte Königreich konzentrierte, entwickelte sich zu einem globalen Phänomen. Dieses Universum erweiterte sich mit neuen und fesselnden Geschichten, die sowohl in Europa als auch in Amerika, Asien und Afrika spielen. Die Zaubererwelt wuchs weiter und integrierte neue Franchises wie zum Beispiel fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Außerdem Geschichten wie die Gründung der nordamerikanischen Zaubererschule Ilvermorny zeigen, dass vor über 25 Jahren die Grundlagen für das magische Universum von Harry Potter gelegt wurden. Seitdem ist es immer komplexer geworden, das gesamte Ausmaß dieses magischen Universums vollständig zu erfassen. Es kommt vor, dass selbst die loyalsten Fans einige Details über Harry Potter falsch interpretieren. Mit der Aktivität der Fans in Foren wie Reddit oder anderen Online-Plattformen ist es nicht verwunderlich, dass einige dieser Mythen über die Saga sich verbreitet und als Fakten etabliert haben. Im heutigen Video werde ich euch allerdings 10 der weitverbreitetsten Mythen vorstellen, von denen einige dich vielleicht sogar überraschen werden. Mythos Nummer 1: Hogwarts liegt in England. Obwohl viele glauben, dass Hogwarts in England liegt, kann ich verstehen, warum dieser Mythos so verbreitet ist. Schließlich ist Harry Potter Engländer, seine engsten Freunde sind ebenfalls Engländer und die meisten seiner Lehrer und Charaktere in der Schule sind Engländer. Diese Kombination von Faktoren lässt sich leicht zu dem Schluss kommen, dass das Schloss von Hogwarts auch in England liegt. Dennoch ist Hogwarts das Schloss tatsächlich gut versteckt und befindet sich in den schottischen Highlands. Es ist außerdem durch zahlreiche Zaubersprüche geschützt, um das Eindringen von Muggeln zu verhindern. Außerdem fährt der Hogwarts Express bewiesenermaßen durch die schottischen Highlands. Mythos Nummer 2: Vielsafttrank in den Filmen und den Büchern. Die Darstellung des Vielsafttrankes variiert zwischen den Harry Potter Büchern und den Filmen. In den Büchern verändert der Trank nicht nur das Aussehen einer Person, sondern auch ihre körperlichen Fähigkeiten und ihre Stimme. Beispielsweise übernimmt jemand, der den Trank trinkt, nicht nur das Aussehen, sondern auch die Stimme und bestimmte körperliche Eigenschaften der Zielperson. Jedoch in den Filmen gibt es Inkonsequenzen. Zum Beispiel ändert sich in die Kammer des Schreckens Harrys Aussehen, aber er behält seine Stimme. Diese Unterschiede können zu Verwirrung führen, aber um es mal klarzustellen, in den Büchern beeinflusst der Vielsafttrank alles, einschließlich Stimme und auch Sehkraft. Mythos Nummer 3: Hermine Grangers Intelligenz. Hermine Granger ist zweifellos eine talentierte und kluge Hexe, bekannt für ihre Intelligenz und ihre akademischen Erfolge in Hogwarts. Während sie oft als die belesenste des Trios bezeichnet wird, ist es wichtig zu betonen, dass sowohl Harry Potter als auch Ronald Weasley ihre eigenen Formen von Intelligenz und Fähigkeiten in die Gruppe einbringen. Es gibt viele Situationen, in denen Ron und Harry ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten und ihr Geschick unter Beweis stellen, insbesondere in Gefahrensituationen. Zum Beispiel konnte Ron im Stein der Weisen einen Ausweg aus einer schwierigen Lage finden, während Hermine unsicher neben ihm stand. Dies zeigt, dass jedes Mitglied des Trios auf seine Weise zur Lösung von Problemen beiträgt und sie gemeinsam stark sind. Mythos Nummer 4: Hogwarts Aufnahmebriefe am 11. Geburtstag. Viele Fans weltweit sind der Meinung, dass Kinder, die magische Fähigkeiten besitzen, ihren Aufnahmebrief für die Zauberschule Hogwarts genau an ihrem 11. Geburtstag erhalten. Das ist jedoch nicht ganz korrekt. Wenn du dies in Frage stellst, denke mal bitte an Harry Potter. Während er seinen Aufnahmebrief zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei am Tag seines 11. Geburtstags erhielt, war dies eher ein glücklicher Zufall. Wie du dich vielleicht erinnern kannst, wurde der erste Aufnahmebrief an Harry bereits Wochen zuvor an seine Adresse Ligusterweg 4 zugestellt. Zwischen diesem ersten Brief und dem späteren Besuch von Hagrid an Harry Potters Geburtstag gab es mehrere Versuche, den gleichen Brief erneut zuzustellen. Tatsächlich wurde das Haus der Dursleys mit einer Flut von Briefen überschwemmt, die auf mysteriöse Weise eintrafen, einige Tage bevor Harry 11 Jahre alt wurde. Zur Frage, wann Kinder tatsächlich ihren Aufnahmebrief für Hogwarts erhalten. Wie man anhand von Harry Potters Erfahrungen erahnen kann, erhalten junge Hexen und Zauberer ihre Aufnahmebriefe normalerweise im August, einige Wochen vor Beginn des Schuljahres. Mythos Nummer 5: Ronald Weasleys Intelligenz.
Ein verbreiteter Mythos unter einigen Fans ist die Vorstellung, dass Ronald Weasley eher einfältig oder dumm sei. Diese Auffassung stammt möglicherweise von seiner Darstellung in den Filmen, wo er oft humorvoll oder tollpatschig dargestellt wird. Doch in den Büchern zeigt sich Ron als ein kluger Zauberer, der ein tiefes Verständnis für die magische Welt hat. Er teilt sein Wissen oft mit Harry und Hermine, insbesondere über Themen wie Zaubererkultur. Darüber hinaus ist Ron auch in der Schule erfolgreich und erzielt ähnliche Noten wie Harry Potter, was seine Intelligenz und Fähigkeiten unterstreicht. Es ist wichtig zu betonen, dass Ron oft eine entscheidende Rolle spielt, wie zum Beispiel bei der Lösung des Schachspiels im Stein der Weisen. Mythos Nummer 6. Draco Malfoy, Tyrann oder doch Opfer? In der Welt von Harry Potter gibt es unter den Fans unterschiedliche Ansichten über die Entwicklung von Draco Malfoy. Während viele zustimmen würden, dass Malfoy anfangs als rücksichtsloser Schüler in Hogwarts eingeführt wurde, argumentieren einige der Fans der Filmreihe, dass er im Laufe der Saga zum Opfer wurde und seine früheren Boshaftigkeiten überwand. Einige dieser Fans glauben, dass Malfoy durch die manipulativen Anforderungen von Lord Voldemort, insbesondere auch der Aufgabe, Dumbledore zu töten, in eine auswegslose Situation gebracht wurde. Diese Aufgabe, die als potenzielles Selbstmordkommando betrachtet wird, unterstreicht die Schwierigkeit und Gefahr, die damit verbunden ist. Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass Draco aktiv daran beteiligt war, Dumbledores Tod zu planen und durchzuführen, wie durch seine komplexen Pläne mit dem Verschwindekabinett dargestellt. Die Frage bleibt aber, wäre Draco bereit gewesen, Dumbledore zu töten, wenn Snape nicht interveniert und Dumbledore auf dessen Bitte hin getötet hätte? Einige könnten argumentieren, dass Draco dies getan hätte, getrieben von seinem narzisstischen Verlangen zu überleben und seinen Status zu wahren. Es gibt jedoch eine Debatte darüber, ob die filmische Darstellung von Dracos Wandlung am Ende der Saga wirklich sinnvoll war, insbesondere in Bezug auf seine früheren Taten und Motive. Mythos Nummer 7. Domstrang und Beauxbatons als gemischte Schulen. Ein verbreiteter Irrglaube, der durch die Filme verstärkt wird, betrifft das Domstrang-Institut aus Nordeuropa und die französische Zaubererschule Beauxbatons. Viele Fans nehmen aufgrund der Darstellungen in den Filmen fälschlicherweise an, dass Domstrang ausschließlich für Zauberer und Beauxbatons nur für Hexen ist. Dies ist jedoch nicht ganz korrekt, da beide Schulen sowohl männliche als auch weibliche Schüler aufnehmen. Der Ursprung dieser Fehlannahme könnte in der Darstellung im Feuerkelch-Film liegen. In dieser Verfilmung erscheint Domstrang mit einer Gruppe von Zauberern, während Beauxbatons von einer Gruppe von Hexen repräsentiert wird. In der literarischen Vorlage des Romans werden jedoch aus beiden Schulen jeweils zwei gemischte Delegationen von handverlesenen Schülern für das trimagische Turnier entsandt. Mythos Nummer 8. Ravenclaws Tier. Während die Tiere der ersten drei Häuser, Gryffindor, Slytherin und Hufflepuff, offensichtlich sind, ein Löwe, eine Schlange und ein Dachs, glauben viele fälschlicherweise, dass das Tier von Ravenclaw ein Rabe ist. Tatsächlich ist das offizielle Tier von Ravenclaw aber ein Adler, ausgewählt wegen seiner clownähnlichen Erscheinung. Im Film wurde diese Darstellung allerdings zu einem Raben geändert, vermutlich weil viele diesen Vogel mit Ravenclaw assoziieren. Mythos Nummer 9. Der Patronuszauber und seine Anwendung. Im Gefangenen von Azkaban werden Leser und Zuschauer in den Patronuszauber eingeführt. Dieser Zauber basiert auf der Fähigkeit, positive Erinnerungen und Gefühle zu kontrollieren und zu nutzen. Obwohl es eine herausfordernde Magie ist, erzeugt der Patronuszauber eine positive Energie in Form eines tierähnlichen Wesens, das für jeden Zauberer individuell ist. Diese silbrigen Erscheinungen, bekannt als Patronus, sind die einzige effektive Abwehr gegen Dementoren und andere dunkle Kreaturen. Ein verbreiteter Irrtum besteht jedoch darin, zu glauben, dass der Zaubernde zwangsläufig eine gute Person sein muss, da der Zauber positive Emotionen erfordert. Dies ist aber nicht zwingend der Fall. Der Patronuszauber dient dem Schutz vor dunklen Mächten und kann daher von allen Hexen und Zauberern unabhängig von ihrer moralischen Ausrichtung verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist Dolores Umbridge, eine Figur, die sich durch ihre grausamen Handlungen und ihre Sympathie für die Todesser auszeichnet. Dennoch ist sie in der Lage, einen Patronuszauber in Form einer Perserkatze zu wirken. Dies zeigt, dass selbst Personen mit dunklen Neigungen positive Erinnerungen haben können, die sie nutzen können, um einen Patronuszauber heraufzubeschwören. Mythos 10. Der Stein der Auferstehung und Harry Potters Rückkehr. Der letzte und zehnte Mythos, den wir heute untersuchen werden, betrifft die Idee, dass Harry nach dem erneuten Angriff von Voldemort nicht wirklich gestorben ist, dank des Steines der Auferstehung. Zu Beginn müssen wir einige Missverständnisse aus dem Weg räumen. Als Harry von Voldemort im Verbotenen Wald getroffen wurde, befand sich der Stein der Auferstehung nicht mehr in seinem Besitz. Er hatte ihn zuvor verwendet, um seine verstorbenen Lieben zu sehen und den Mut zu finden, sich Voldemort entgegenzustellen. Nachdem er mit ihnen kommuniziert hatte, warf er den Stein beiseite.
Zweitens ist es wichtig zu betonen, dass der Stein der Auferstehung eines der drei Heiligtümer des Todes nicht in der Lage ist, einen Menschen in seiner vollen Form von den Toten zurückzuholen. Die Legende besagt, dass die Rückkehr eher eine schattenhafte Existenz wäre, getrennt von den Lebenden durch einen Schleier. Selbst wenn Harry den Stein besessen hätte, wäre es unmöglich gewesen, ihn vollständig ins Leben zurückzuholen. Tatsächlich kehrte Harry ins Leben zurück, weil ein Stück von Voldemorts Seele in ihm wohnte. Dieses Fragment der dunklen Magie, das in Harry existierte, wurde vernichtet, als Voldemort versuchte, den jungen Harry Potter zu töten. Dies ermöglichte Harry die Wahl, ob er ins Reich der Lebenden zurückkehren oder im Tod verbleiben wollte. Er entschied sich natürlich für die Rückkehr ins Leben. Und das war's mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm doch gerne einen Like und abonniere den Kanal, um keine weiteren Inhalte mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.